Berliner Abgeordnetenhaus und Bündnis 90 Die Grünen. Bei den Abgeordnetenhauswahlen 2011 wurde sie als Direktkandidatin im Wahlkreis Berlin-Neukölln mit 32,8% ins Abgeordnetenhaus gewählt. Die frauenpolitische Sprecherin, lesben- und schwulenpolitische Sprecherin sowie Mitglied in verschiedensten Ausschüssen. Sie kandidiert in Neukölln für den Bundestag bei der morgigen Wahl und hofft auf ein besseres Abschneiden als bei der letzten Bundestagswahl 2009, als sie weder als Direktkandidatin noch über Liste in den Bundestag einziehen kann. Also, alle Neuköllner, ihr hört jetzt eine Direktkandidatin. Vielen Dank. In erster Linie hört er jetzt aber mal eine Frauen- und Gleichstellungspolitikerin und natürlich eine Queer-Politikerin, so heißt das ja mittlerweile. Man sagt nicht mehr Lesben- und Schulpolitikerin, sondern Queer-Politikerin. Alles klar. Ich möchte mich auch hier gar nicht großartig wiederholen. Mächte und Ämter, wir kennen uns schon sehr lange, haben es ja eigentlich schon gesagt, worum das geht. Gleich wird hier irgendwie so ein kleines Gruppchen vorbei marschieren, die etwas merkwürdige Ideen haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zu der Erstunterzeichnung aufgefordert wurde für diesen Aufruf dieses wunderbaren Bündnisses. Ich habe das gerne gemacht und man hat auch gefragt, sag mal, warum du das hier unterstützt und warum du hier auch mitdemonstrieren willst. Und es ist mir wirklich ganz leicht aus den Fingern geflossen, weil ich gesagt habe, ich wehre mich als Frau, als Mensch, der hier in Deutschland lebt und der unter dem Schutz der Verfassung lebt, einfach dagegen das fundamentalistische Quartalsirre heute im Jahr 2013 immer noch glauben, mir oder meinen Kolleginnen hier vorschreiben zu können, wie wir zu leben haben. Das geht nicht und deshalb ist Wehrhaftigkeit für Bürgerinnen und Bürger Pflicht und ich freue mich, dass ich doch hier eine erkleckliche Anzahl von Leuten sehe, die da solidarisch sind. Aber ich sage es auch gleich dazu, es wurde schon viel über Schwangerschaftsabbruch etc. gesprochen. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, dass die Entkriminalisierung kommen muss, dass dieser 218 einfach nicht mehr in das Jahr 2013 gehört. Aber was mir ja besonders wichtig ist, ich bin auch Queer-Politikerin und begeisterte Homosexuelle. Und deshalb möchte ich nochmal ganz kurz auch darüber reden, dass Homosexualität hier in Deutschland immer noch ganz fürchterlich und schrecklich behandelt wird, als wäre es eine Krankheit, als wären wir keine Gleichen. Das kann nicht sein, die Verfassung gibt uns recht. Und auch das Verfassungsgericht hat uns die letzten 6 Mal recht gegeben. Aber was macht diese Regierung? Sie wartet zu, sie wartet diese Wahl ab, ob sich da vielleicht noch was ändert, ob man das noch verhindern kann. Nein, das wird nicht zu verhindern sein. Und wir fordern als Grüne, ich weiß aber auch als Linke und ich weiß es auch von der SPD, nicht mehr und nicht weniger als die verfassungsmäßig verbrieften Rechte eines jeden Menschen hier. Wir fordern die absolute Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Paaren. Und da geht es uns nicht nur um die Steuern. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt als verheiratete Frau 100 Euro mehr Steuern spare. Aber das ist mir scheißegal. Ich will dieses Zeichen, ich will in das bürgerliche Gesetzbuch rein und ich hoffe hier auch auf eure Solidarität, dass wir das, egal wie dieses Wahlergebnis ausgeht, auf jeden Fall in diesem Jahr wieder anpacken werden mit der neuen Regierung und dass wir das in dieser Legislaturperiode endlich durchsetzen können. Auch das ist sexuelle Selbstbestimmung und das ist für heterosexuelle und homosexuelle Paare sehr, sehr wichtig.